Jetzt ist die Hautretusche erstmal abgeschlossen. Ich zeige nochmal kurz vorher, nachher. Das wäre vorher, vorher, nachher. Und jetzt machen wir so die allgemeinen Beauty-Sachen. Und als erstes möchte ich mal die Haare so ein bisschen betonen. Dazu lege ich mir zwei Gradationskurven an. Die eine nicht hell. Und mache sie hell. So. Und dann kopiere ich mir die, nenne ich dann dunkel und mache sie dann natürlich dunkel. So, das müsste ungefähr reichen. Dann kriegen die jeweils noch eine schwarze Ebenenmaske. Die Maske ist schon da, das heißt, ich muss die weiße Maske nur in schwarz umkehren. Das mache ich mit Steuerung I. Steuerung I. So, und jetzt schaut das Bild normal aus. Und was ich jetzt mache, jetzt nehme ich einen Pinsel mit einer weißen Farbe, Deckkraft mal so 10%. Und male jetzt die hellen Strähnen hell nach, also auf der hellen Ebene, und die dunklen Strähnen auf der dunklen Ebene. Das geht alles relativ schnell. Also ich nehme jetzt einen Pinsel, der kann schon ganz weich sein, etwas kleiner vielleicht noch, und dann fange ich an, hier die hellen Strähnen noch ein bisschen aufzuhellen, hier noch ein bisschen, das ist vielleicht schon zu viel, hier, 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 insbesondere auch hier so, diese. Hier hinten noch, ist noch ein bisschen was zu erledigen. Und dann, wo es dann insbesondere interessant wird, ist dann hier, weil hier die Abwechslung zwischen hell und dunkel viel größer ist. Hier kann man noch ein bisschen hell einmalen. Hier kann man hell machen. Hier kann man auch noch hell machen. Hier natürlich auch. Ich suche mir jetzt einfach die hellen Strähnen und mache sie noch heller. Diese Technik habe ich auch schon in einem meiner anderen Videos gezeigt, Dodge and Burn mittels Gradationskurven. Was angenehm ist, ich kann jetzt nämlich Folgendes machen, wenn ich hier fertig bin, hier ist vielleicht noch ein bisschen was, dann kann ich diese Bearbeitung dadurch, dass ich die Gradationskurven hier verändere, anpassen. Und ich fand es ja streckenweise ein bisschen zu hell, also gehe ich jetzt hier ein bisschen runter. So. Dann ist es nicht mehr so stark wie vorher. Hier mache ich auch noch ein bisschen nach. Hier decke ich dagegen mit Schwarz wieder ein bisschen ab. So. Damit wäre das Helle getan. Jetzt mache ich dasselbe mit den dunklen. Suche ich mir die dunklen Strähnen und male jetzt hier ebenfalls die dunklen Strähnen nach. Die werden dann dadurch noch dunkler. Also hier zum Beispiel. Hier. Hier hinten natürlich. Ich kann auch hier die Bereiche, die sowieso schon dunkel sind, noch ein bisschen weiter abdunkeln. Pinsel kann man etwas größer machen. Hier. Da kann man also ruhig großzügig arbeiten. Hier etwas abdunkeln. Hier. Hier kann man noch abdunkeln. Und vielleicht hier noch ein bisschen. Dann ist das auch schon erledigt, dann kann man auszoomen und man kann sehen, dass sich das so ein bisschen verändert hat. Und hier, ich packe die beiden dann immer noch in eine Gruppe, die nenne ich dann meistens D und B Haare für Dodge and Burn Haare und kann den einen ausschalten und sehe, also die Haare kommen noch ein bisschen mehr hervor, es poppt einfach noch ein bisschen mehr. Damit werden die Haare erledigt, ich finde es hier vielleicht noch ein bisschen zu stark, vielleicht drehe ich das dann doch wieder ein bisschen runter. Das ist eben das Schöne an dieser Technik, dass man das also hinterher noch wunderbar anpassen kann. So, damit werden die Haare erledigt. Als nächstes mache ich dann die Augen. Und die Technik mag ich eigentlich ganz besonders. Die macht wunderbare Augen. Man darf sie bloß nicht übertreiben, wie alle Techniken. Ich wähle mir die Augen aus. Also erstmal Auswahlrechteck nehmen, dann Augen auswählen, dann wieder Shift-Steuerung C, Shift-Steuerung V. Das erzeugt mir hier eine Ebene, die nenne ich Augen. Und diese Ebene nehme ich jetzt hier erstmal linear abwedeln und das schaut schon ganz gut aus. Manchmal bietet farbig abwedeln das bessere Ergebnis. Ne, das ist mir hier zu rötlich. Ich nehme es linear abwedeln. Und dann wende ich auf diese Ebene noch eine Tonwertkorrektur an. Das kann ruhig destruktiv sein, weil ich da hinterher nichts mehr brauche. Also einfach Steuerung L, das öffnet mir die Tonwertkorrektur. Und dann kann ich das hier noch so ein bisschen anpassen, dass es noch so ein bisschen kontrastreicher wird. Hier noch ein bisschen, schauen wir mal, ob es
Ja, lassen wir das mal so. So ist es eigentlich gut. Und jetzt blende ich diese Ebene aus, indem ich da also eine Maske erzeuge. Hier auf den Maskenbutton drücken, Alt dazu drücken, dann ist es gleich komplett ausgeblendet. Ich nehme den Pinsel, den mache ich so ein bisschen größer. Und ich fange dann da meistens an mit 30%. Das mag jetzt ziemlich viel erscheinen, das ist natürlich auch viel zu viel am Anfang. Ich gehe sogar da zweimal durch. Jetzt hat man halt schon diese klassischen Vampiraugen. Aber ich regel das dann hinterher über die Deckkraft wieder ein. Ich schaue auch immer, dass diese Highlights in den Augen, die hier die Softbox, dass die besonders gut rauskommen. Da habe ich jetzt ein bisschen übertrieben nach oben. So, und jetzt nehme ich die Ebene und regel da die Deckkraft eben runter, dass es nicht so stark ist. Da hilft es dann immer, wenn man auszoomt, und ich finde es immer noch zu stark. Also ich bin meistens so im Bereich zwischen 30 und 50%, je nachdem, wie stark es vorher ist. So. Und man kann hier, das passt halt hinterher auch zu dem Look, den ich anstrebe, wenn die Augen hell sind. Also man kann hier ruhig ein bisschen mehr nehmen. Ist dann nicht so schlimm. Also so würde ich das jetzt erstmal lassen. Damit werden die Augen erledigt. Na, vielleicht noch ein bisschen. Vielleicht ist Weiß noch ein bisschen weißer. So, jetzt bin ich zufrieden. Das wären die Augen. Und jetzt praktisch als vorletztes kommt noch so eine Art kleines Make-up dazu. Auch wieder eine neue Ebene. Make-up, weiches Licht. Die kann auch weiß bleiben, da muss man also nicht mit Grau füllen, das ist egal. Und dann nehme ich eine Deckkraft von 10%. Na, nehmen wir mal 8%. Kann ich direkt auf der Tastatur eingeben. Wenn ich jetzt auf der Tastatur einfach 0,8 eingebe, dann habe ich oben schon eine Deckkraft von 8%. Ich muss also nicht jedes Mal an dem Regler da oben ziehen. Und jetzt suche ich die Stellen, die heller, die ich aufhellen möchte. Das ist immer so ein bisschen über den Augenbrauen. Ganz minimal. Dann unter den Augen natürlich. Man muss da auch aufpassen, dass man einfach das nicht zu viel macht. Also ich finde, das war jetzt hier schon fast zu viel. Da gehe ich mit der Deckkraft noch ein bisschen runter auf 4%. Dann kann ich da etwas entspannter arbeiten. So, hier ein bisschen aufhellen. Dann auch, was ich auch immer mache, ist über den Augen. Pinsel ein bisschen kleiner. Und hier aufhellen, auch diesen Bereich hier aufhellen. Und hier hinten raus aufhellen. Ebenfalls auf dem anderen Auge. Kann ich wieder auszoomen. Dann nicht vergessen, die Nase wieder ein bisschen, noch ein bisschen aufhellen. Hier unter der Nase so einen hellen Punkt machen. Und dann auf dem Kinn auch noch einen hellen Punkt machen. Da kann man den Pinsel dann noch größer machen. So. Und jetzt dann dasselbe natürlich mit einer dunklen Farbe, da betone ich dann die Augenbrauen. Hier noch ein bisschen mehr. Und hier noch ein bisschen mehr. Und dann, was ich jetzt auch immer noch mache, ist den Lidstrich bzw. den Mascara zu betonen, indem ich an den Wimpern auch nochmal herum abdunkle. Oben noch. Da kann dann die Deckkraft ruhig ein bisschen mehr sein, da gehe ich wieder auf 8%. Na, das war zu viel, das waren 80%. Das machen wir mal rückgängig. Und gehen hier runter auf 8%. 9% ist auch in Ordnung. So, das andere Auge natürlich auch noch. Und auszoomen. Und dann noch die Lippen, kann man auch etwas abdunkeln. So. Und dann einmal noch hier die Wangenknochen. So. Damit ist das erledigt. Und ich kann mir das jetzt einblenden, indem ich das hier sehe schon, das ist relativ stark. Da kann ich das einfach auch in der Deckkraft ein bisschen zurücknehmen. Dann wirkt sich das schon nicht mehr so stark aus. Noch ein bisschen. So, und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Das ist ausreichend. Und jetzt als letzten Schritt für die allgemeinen Beauty-Sachen ist das Dodge and Burn auf den ganzen, auf das ganze Bild anzuwenden. Das heißt noch eine neue Ebene. Wieder mit gedrückter Alt-Taste. D und B global. Weiches Licht. Und dann mit einem großen Pinsel. Deckkraft kann so bleiben.
Ist vielleicht ein bisschen zu groß. Werde ich hier den Arm noch ein bisschen abdunkeln. Dann die andere Seite des Arms ein bisschen aufhellen, minimal. Hier in der Mitte des Gesichts etwas aufhellen. Hier etwas abdunkeln um den Hals. Hier nochmal ein bisschen abdunkeln. Und hier nochmal ein bisschen abdunkeln. So, das war's dann schon. Und damit ist die Beauty-Retusche jetzt abgeschlossen. Eigentlich komplett. Und als nächstes geht es dann weiter mit dem Look des Bildes. Ich mache jetzt hier nochmal allgemeines Vorher-Nachher. Vorher-Nachher. So. Und ich werde dann im nächsten Abschnitt werde ich dann zeigen, wie ich also diesen High-Key-Look entwickelt habe. Das hat ziemlich lange gedauert. Hier wird es jetzt schnell gehen, weil ich es ja schon vorbereitet habe. Aber da kann man ziemlich lange dran tüfteln.